So, hallo und alle zur nächsten Folge von Clash Royale. Ich versuche immer noch hier diese entsprechenden Goldzahlen vollzukriegen. Hab noch ein bisschen was an der Kronentruhe zu machen und hoffentlich auch bei meiner generellen Punktzahl. In Arena 18 wieder reingekommen und prügeln uns durch, Level 9. Ne? Ja, mal schauen. Hat recht Glück in letzter Zeit mit diesem Deck, glaube ich. Da kommen einigermaßen gut klar. Schauen wir mal, was die Gegner drauf haben. Der verschwendet voll viel Elixier gerade. Ich hatte voll in den Packer gesetzt, gleich habe ich wieder voll. Ah, verdammt, kann ich nicht genug Elixier gehabt für die ganze Bagage. Hätte ich sofort setzen können, wäre natürlich krass gewesen. Schade. Ich habe kein Elixier für Sepp gehabt. Die ist nicht gut. Kann man nichts machen. Ich warte, bis voll ist. Ja, die hat ein recht hohes Level, muss ich sagen. Ja gut, das ist jetzt eher ein bisschen ungünstig. Ja, der Pack hat schon wieder viel zu viel Leben verloren. Ja, komm schon, Pekka, 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 Pekka. Und go, 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 go. Ja, war doch okay. Aber mein Turm geht da gleich flöten. Ich muss halt gucken, dass ich den verteidigt kriege irgendwie. Ja, der Packer, also seiner gewinnt natürlich da. Na gut, wenn ich es 30 Sekunden aushalte, dann sieht das hier noch recht gut aus. Sieht noch gut aus gerade. Ich versuche einfach den Kampf zu gewinnen, indem ich einfach nur verteidige. Ja, der kriegt's nicht kaputt. Ja. Er kriegt den Turm nicht. Einfach durch Verteidigen gewonnen. Ist okay. Nehme ich mit. Nächster Kampf. Ich finde das Deck so ganz gut. Ich finde nur den Elektromagier. Den nutze ich nicht so sonderlich oft. Level 8er wieder, schön. Den setze ich mal hier. Ah, verdammt, da, okay, ja. Der hat nochmal eine Ablenkung gesetzt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er nochmal einen Schlag drauf kriegt, aber... Nüpp. Ich habe Elektromagier genommen jetzt einfach. Ja, schade. Ja.
Ja, akzeptabel. Zap auf Stufe 11 prügelt halt. Ja, der Packer ist kaputt, bevor er angekommen ist immer. Das ist sehr schade. Packer ist immer kaputt, bevor er angekommen ist. Aber ich muss Packer mit Elektromagie halt schicken. Ja, jetzt zum Beispiel. Ja, sieht doch gut aus. Und wieder gewonnen. Einfach nur durch Glück nochmal durchpushen. Also Elektromagie, Pekka-Kombo war da die Qual der Wahl, weil einfach der Turm dadurch. Weil der Drache durch nichts machen konnte. Und noch eine Kronentruhe. Irgendwas Geiles als letzte Karte. Ah. Nutze ich auch wieder nicht. Aber ja, war ganz gut, würde ich sagen. Komm, noch einer. War einfach gewonnen. Ja, so kann man es auch machen. Level 8 da wieder. Ich push jetzt durch zur nächsten Arena. Na, mal schauen. Ich glaube nicht. Eine Elixierbombe. Ja, ich warte, bis er vorne ist. Ein bisschen Feuerkraft. Ja, schon. Ja, sehr schön. Lol, der hat das sogar noch überlebt. Was geht mit dem ab? Dieser Mega-Ritter, der ist ja ziemlich ekelhaft. Der macht ja Flächenschaden noch vor sich. Ja, kam ein bisschen Schaden raus, also. Meine Türme sind auch voll. Die wollen es hier drüben unbedingt wissen, irgendwie. Jo, das läuft ja gut. Ah, verdammt, ich hätte über diese Seite laufen müssen. Ich setze das absichtlicherweise jetzt gerade mal hier hinten. Der läuft da jetzt durch. Ja, der hat aufgegeben, denke ich. Alter. Holy Macaroni. Denkst du, was saftig ich hab? Hä, wo sind gerade so viele? Ach, die sind von der linken Seite hochgelaufen. Ich dachte gerade schon. Also, das war gerade ordentlich und fett verputzt. Komm, eine machen wir noch. Level 9. Ist der Gegner mal wieder.
Ich habe gerade nicht so viel zum Setzen, deswegen. Kann schon eine Attacke wenigstens. Ja, geht auch. Bin ich ja noch mit zufrieden. Damit kann man schon arbeiten. Ja, ich hab grad wieder nichts. Der hat schon wieder eine Thermodrache. Das ist Gift für mich. Skeletor, mir counter den nur so ein bisschen. Ich hab wieder eine schlechte Rotation hier drin. Ganz schlechte Kartenrotation, aber ich weiß auch nicht, wie ich das ein bisschen besser hinkriege. Ich lasse den Magier einfach vorlaufen. Du holst Elektromagier wieder Pekka davor, weil ich weiß, dass der Inferno-Drache. Ja, sieht doch gut aus. Strategie erfolgreich. Strategie ist da doch sehr erfolgreich. Wahrscheinlich Bäcker hier oben. Ja, das läuft doch sehr gut. Sehr, sehr schön läuft das. Der gibt ja auch auf, oder wie? Macht er nichts mehr. Was ist denn hier los? Warum eskaliere ich so in den letzten... Stack kann halt OP sein. Was geht hier denn ab? 2-6 gibt's schon wieder die nächste Arena, oder was? Hm, sehen wir dann morgen, wie es aussieht. Bis dahin, lass krachen und tschüss.